Ich bin der Ulrich Schmitz aus Köln, Psychologe, und versuche euch Antworten auf Erziehungsfragen zu geben. Heute geht es um die Frage, mein Kind ist zu schüchtern, was kann ich dafür tun, dass es mehr Selbstvertrauen bekommt? Erst einmal muss man natürlich hinterfragen, was heißt zu schüchtern? In welcher Situation? Was macht es da in meinen Augen zu wenig? Wo fehlt mir da was? Gute Analyse zuerst, die Diagnose zuerst und dann die Therapie sozusagen. Das Zweite ist, dass das Selbstvertrauen ja auch durch mich als Erwachsener hergestellt wird. Ich bin ja das Vorbild, wie ich mit der Realität, der Wirklichkeit umgehe, wie mutig, wie selbstbewusst ich mit der Wirklichkeit umgehe. Und das Kind orientiert sich ja auch schließlich erst einmal an mich. Heißt also bei mir nachfragen, wo bin ich zu schissig, wo habe ich nicht genügend Selbstvertrauen, wo müsste ich eigentlich auch einen Schritt nach vorne gehen, um dem Kind zu zeigen, was alles möglich ist. Dann ist es so, Kinder in den Entscheidungen, in ihren Entscheidungen, ob sie jetzt die blaue oder die rote Hose haben wollen, nicht unnötig verunsichern, sondern Entscheidungen immer zu stärken, dass die gut sind. Ihr müsst schließlich sehen, dass das Selbstvertrauen die sogenannte Ich-Leistung ist, so wie wir das nennen in der Psychosprache. Das heißt, das Ich, unser Selbst, darum geht es. Das braucht eine gewisse Sicherheit, Entscheidungen zu treffen in der Wirklichkeit, etwas auszuwählen, etwas zu tun und etwas nicht zu tun. Und dieses Ich müssen wir immer wieder stärken. Darin, dass es gut ist, dass es richtig ist, dass seine Entscheidungen gut sind, dass seine Wahrnehmungen zu akzeptieren sind, dass man über alles reden kann. Viele machen es tatsächlich immer wieder verkehrt, indem sie ihren Kindern vormachen, dass bestimmte Dinge nicht gehen, dass man selber ängstlich ist, dass man sich etwas nicht traut. Das sind schlechte Vorbedingungen, ein schlechter Boden, auf dem auch nur wenig Selbstvertrauen wachsen kann. Also, auch ihr müsst über euren Schatten springen. Ihr müsst schauen, die Kinder zu unterstützen, zu bestimmten Leistungen, zu selbst vertrauten Leistungen und vor allen Dingen sich auch zu trauen, dass man auch mal was gegen den Strich bürstet und dass man für die Gemeinschaft, von der Gemeinschaft vielleicht auch mal schief angesehen wird. Und wenn das alles gelingt in diesem System Familie, Mutter, Vater, Kind, dann kann man dem Kind auch mehr Selbstvertrauen beibringen. Letzten Endes geht es natürlich auch über den Selbstverteidigungskurs. Letzten Endes geht es auch darum, dass ich Freunde einlade nach Hause, dass ich da ein bisschen Anleitung gebe, dass wir zusammen spielen und so weiter. Und wenn es hart auf hart kommt, muss ich natürlich auch einschreiten, mit Lehrern und mit Erziehungspersonen reden, um dann für entsprechende Maßnahmen zu sorgen. Ich hoffe, ich habe euch auf diese ganz schwierige Frage zumindest ein paar annähernde Hilfestellungen geben können. Ich wünsche euch bei dieser Arbeit viel Erfolg, denn es ist ganz, ganz wichtig für unsere Kinder. Und soweit noch einen schönen Tag und bis bald.